So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer, ja, biologischen Folge Dead Space. Der Kamerad hier, den hat es nicht so ganz gut getroffen. Der durfte als Versuchobjekt an der Wand hängen und hat hier noch so eine Klemme in sich drin. Ne? Schön. Ja, schön. So, wir haben einen Teil Rosettas gefunden und haben es losgeschickt. Wir sind immer noch mit Thors Hammer unterwegs. Ob das eine gute Idee ist, das weiß ich nicht. Uns geht's schlecht. Kaum Munition und kaum Leben. Also, wo soll das noch alles hinführen? Kann ich euch sagen. Genau nach oben. Ja, es geht aufwärts. Schön. La, 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 la. Bestimmt erwarten uns hier mal ausnahmsweise keine Monster. Nahkampftechnisch ist dieser Thors Hammer eigentlich ein Gewinn, ne? Also, das muss ich ja mal sagen. Ja, natürlich. Warum kommt nicht alle rein? Hallo? Ja, jetzt mal rum. Boah, sie sind schon hinter mir. Wo soll das noch hinführen alles? Ernsthaft? Ich hab... Warum wechselt er die Waffe, wenn ich diese andere Dings benutze, Alter? Ehrlich. Mann, Alter. Sowas fickt mich total an. In dem Moment, wo du die Waffe brauchst, wechselt er die verfickte Hurenwaffe und macht da so ein Theater draus, Alter. Ja, ja. Ja, kommt rein doch, Mann. Macht doch nicht einen Heckmeck, Digga. Ach komm! Jetzt wechselt er schon wieder die Fickknarre, Alter! Warum macht er das? Leer geschossen! Wenn ihr jetzt nicht unendlich viel Munition und Heilung für mich habt, dann raste ich aus. Hab ich noch Heilung? Nee, gar nicht mehr. Munition. Heilung. Verpiss dich. Heilung. Wow, ein Tropfen. Ein scheiß Leiter, den ich irgendwie so gar nicht gebrauchen kann gerade. Das Ganze haben wir bestimmt noch mal wieder gleich auf dem Rückweg. Test. Hallo, Isaac. Ich weiß, Sie sind da draußen. Ach so. Und kriechen irgendwo rum. Dafür brauchten wir also einen Test. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpft den Launen eines zornigen Gottes folgt. Ja. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle Sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten. Oh, Überraschung. Von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe. Mhm. Mit allem. Okay. War's das? Danke. Gut, das musste gesagt werden noch, damit das Störung. Damit es glaubhaft wirkt. Ja, wir brauchen unbedingt diese... Ja, brauchen wir ja auch. Damit wir in der nächsten Bench uns irgendwie mal aufpippen können wieder. Aber irgendwie wäre jetzt Leben so geil, irgendwie.
Ja. Ein paar Rosetta-Proben sind im Paläontosektor in der Einrichtung zu finden. Dankeschön. Upgrade? Ja, das können wir auch nochmal machen. Müssen wir da gar nicht rein? Aktivieren. Du hast keine Dog. Okay. Dann nehmen wir Fahrstuhl. Alles klar, soweit? Alles klar, soweit. Da wären wir. Und das, die sind auch wieder hier. Wenn ich diese kleinen Missgeburten da schon sehe, ne? Guck mal, schon wieder. Die Waffen wechseln. Immer, immer. Fickt euch doch. Ihr hässlichen kleinen Spacken. Oh ja, jetzt haben wir diese Kacke schon wieder. Lass mich in Ruhe. Ja, komm. Weg damit. Fickt euch. Fickt du dich. Fickt euch alle. Alter. Das ist so anstrengend, dieses Game, Alter, erlebt. Gott, diese kleinen Motherfucker hier. Ja, da überlebt das doch ruhig alle, wenn ich mit dem Granat doch verschieße. Oh, kleiner Hurensohn, das sind noch da. Was? Schnauze jetzt, Mann. Boah. Fürchterliche Geschöpfe. Sind das überhaupt Geschöpfe? Das sind einfach Missgeburten einfach. Aber hier, das hat mal richtig gut getan, wa? Mal richtig Items am Start, wa? Geil. So. Bop, bop, bop. Der Zauselbart, das war das, was der Zausel mag. Nachladen. Knick. Lass mal raten. Das war noch nicht alles. Okay, da wäre das nächste Teil. Ach so. Ich verstehe. Musst du den ganzen Laden so hinschieben, dass das alles passt, wa? Haben wir noch mehr Rollen hier am Start, oder? Ja, natürlich habe ich mehr Rollen am Start. Wenn man die Rosette da drehen könnte, ne? Scheißdreck, ey. Das ist ja behindert. Yay! Tomji, Digga, was war das denn? Also. Okay. Das ist Abschiebeloch, ne? Was? Passt die da nicht rein? Rein mit dir. Die passt da nicht rein, die Uschi. Da! Und tschüss! Okay, Ellie. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Ich habe eine Möglichkeit, das rauszufinden. Deine Mutter.
Oh. Vertrauenserweckend. Mami, bist du da? Mami hat sogar geantwortet. Wir sind schon wieder schlappe Wesen. Mein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Ja, ist gut. Sehen Sie, wohin das führt? Ich hab doch gerade auf der Dicken geschossen, Mann, Alter. Sind hier auf die Seite auch noch welche? Ja. Der war schon tot, oder? Das ist eine Bank. Eine Werkbank. Okay, hier war ich schon. Hier soll ich gleich ein bisschen Jas dran machen. Ja. Ja. Okay, wir haben irgendwelche Clips gefunden. Das ist gut. Das ist gut. So. Dann sollen die mal für Strom sorgen, denke ich mal. Jetzt hier sollen wir im Endeffekt nachher rein, wa? Alter, lass das doch jetzt! Ich will nicht verbrannt werden. Genau, da wollte ich rein. Alter, guck mal, wie viel der Strecke noch anhängt. Und die Bahn funktioniert. So, haben wir jetzt die Möglichkeit, bitte, uns ein Impulsgewehr zu machen. Impulsgewehr hat zwar nicht so viel... Warum ist der... Ja, wir brauchen so viel Scheiß einfach. Ausweiter, ey. Nee, danke schön. Ja, den würde ich gerne haben. Hm. Dafür brauchen wir noch ordentlich was, wa? Gut, da schicken wir gleich unsere Bots wieder los. Gucken wir mal nach, dass wir ein paar Chips einbauen können hier. So, Upgrade. Nachladen. Neue Platine herstellen. Nachladen plus Schaden. Das ist schon mal gar nicht mal so übel. Nachladen, Feuerrad, Schaden. Schaden ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Irgendwie im Allgemeinen, ne? 2 plus Schaden, 2 mal Feuerrad. Alles klar. Schroti wäre nochmal geil, ne? Was ist denn das jetzt gewesen? Das war der rechte Waffenslot. Genau. Oh, die, guck mal, Schroti hat aber schon alles voll. Alexa, stopp! Warum kommt die jetzt darauf, dass ich sappeln muss? Alter Schwede. Sie fühlt sich auch immer irgendwie angesprochen, ne? Unglaublich. So. Die hatten wir ja schon angemacht. Nochmal abfackeln sollen wir den Haufen ja wahrscheinlich nicht. Mal los. Achso! Sucherbots. Einmal ganz kurz losschicken, die Jungs hier. Was haben wir? Schroti? Schroti. Wieder Räder. Ja, nochmal Items. Komm. Brauchen wir alles. Brauchen wir alles. Ach, Kacke, jetzt. Ach, fickt euch doch, ihr hässlichen Drecksviecher.
Ja, klar, ich will nicht. Ich will nicht. Alter, hau doch zu! Ja, natürlich hat der Ficker schneller als ich. Mann, nicht mehr sein! Der Letzte, weißt du? Der Letzte macht mich fertig. Oh, Mann, du. Und dann wieder das Waffenwechseln einfach, ne? So, ja, ich wechsle jetzt hier mal die Waffen. Einfach mal so. Gott. Und dann auf den Robi-Roboter, Alter. Ehrlich. Kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Jetzt, ey. Ja! Mann, schlag zu mit deinen Müllen-Dingster! Meine Fresse! Ja, guck mal, was sie mir hier schon alles an Leben gemopst haben, die Schweinepriester, Alter, ehrlich. Schlag zu jetzt! Schnell nachladen. Oh, da lebt noch einer. Oh Gott, sind das ätzende Kack-Motherfucker-Drecksviecher, Alter, ehrlich. Boah, zum Kotzen. Und dann auf engstem Raum mit diesen Krüppeln, Alter, ehrlich. Diese Mistkrüppel. Sind hier auch noch welche, oder was? Ne, hier ist aber so ein Dosendörtentier, Alter. Was macht das denn hier? Die nehmen auch alles mit, die Schweine, ne? Hauptsache, man kann rumspielen dran, Alter. Schöne Doktorspiele machen an irgendwelchen Nekromorphs, Alter. Die Schweine. Ja. So, persönliches Log, Dr. Alexei. Oh, hier fehlt die Hälfte, leider. Ah ja, hier. Ach, egal. Das habe ich keinen Bock mehr durchzulesen, alles. Okay. Da oben wäre noch so ein Teil von der Uschi. Boah, lass mich fein. Das Viech wird nicht wach, hoffentlich. Ich meine, da haben wir genügend von gehabt, ne? Da, wo ist die Schublade, wo das Ding reinkommen soll? Da oben, okay. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Der wird nicht wach, oder? Verstehe ich keinen Spaß. Aber super, dass ich so weit damit hinkomme. Aus Belohnung nochmal so ein paar Schubladen mehr aufgehen würden sie da. Isaac, geil, hast du gut gemacht. Kriegst du noch mehr Items? Nö, warum auch? Oh Gott. Ja, klar. Ja, wechsel ruhig die Waffen hin und her und am besten den scheiß Roboter ausrüsten. Genau, der Roboter, den brauchen wir jetzt am besten. Der kann ja die ganzen bösen Monster totpiepsen. Fick dich! Was ist denn das? Hey! Apropos Robert, den schicke ich jetzt mal auf Reisen, den Penner, Alter. Geh suchen. So.
Meine Güte. Nichts Wichtiges. Ja klar, wir brauchen solche Mikrochips. Warum auch nicht? Leben und so ein Scheiß. Nee, das ist ja überwertet. Mikrochips, definitiv. Unbedingt. Guck mal, wir haben schon wieder keine Lebensenergie mehr. Das war auch wieder so ein enges Ding gerade eben. So, wenn jetzt noch jemand ist, ne? Ja, Verschränke. Ah ja. So viele Monster in ein so ein Ding reingestopft. Warte, wobei habe ich die erwischt? Bei der Gangbang-Party oder was? Necromorphs Gangbang-Party, Alter. Clark ist irgendwo da unten. Sucht weiter. Kacke. Deine X-Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken. Ja. Lass dich bloß nicht ficken. Ach, lass dich, ja. Wollt ihr denn ernst? Ja, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch niemandem was tun. Mach die Tür auf. Mach die Tür wieder zu. Bin ich hier richtig? Ihr bleibt schon tot. Boah, Alter, ehrlich. Zwei solche Tropfen, ne? Meine Güte. Das kann ja was werden, Leute. Ach, nicht der Kollege schon wieder. Wäre mal cool, wenn das ein netter Kollege wäre, ne? Es ist klar! Nee, nee, hey! Wir können Freunde sein! Ich hab das so nicht gewollt. Ja, und vielleicht mal was, irgendwie was Nettes. Nichts dabei? Nein? Wo ist der zweite, der hier gerade abgeschlachtet worden ist? Hm, naja. Oh, Digga. Oh, warum brauche ich denn so lange zum Nachladen? Oh, wie assi. Granate! Ach, komm schon. Ah! Alter, muss das immer sein? Ja, muss es, sonst wäre es wahrscheinlich kein cooles Spiel, ne? Oh, fick die Hände, Alter, ehrlich. Anstrengender Scheiß hier. Ich gehe jetzt rein. Du mich auch mit. Hier sind wir wieder? Ich denke mal, unsere Bots werden noch nichts gefunden haben. Müssen wir hier rein? Oh ja. Keine offenen Schränke, wa? Warum auch, ne? Warum sollten die Schränke auch alle offen sein, ne? Ach, komm schon. Warum immer ich?
ich da so keine Lust drauf habe gerade, ne? Das ist doch alles, alle, wo das endet hier. Ja. Schön. Schön. Ja, das brauche ich dringend. Hat er mich so erwischt? Oder war es ein Erschreckungsmoment? Und bei uns jetzt deswegen das Herdl liegt. Toll. Ja, nun dreht sich nicht drauf, Isaac. Alles wird gut. Nicht dein Ernst! Ja! Hi! Na komm! Du willst mich doch wohl verarschen! Was ist denn damit? Kann mir jetzt mal einer erklären, warum ich andauernd die Waffen wechsle? Ich will diese Waffe hier behalten! Fick die Henne, Alter! So! Das wollte ich tun! Ist das so schwer zu verstehen alles? Mein Gott, manchmal kann dieses Spiel einen auch echt einen aufregen hier. Hi! Tschüss auch. Juhu! Juhu! Müssen wir hin? Warum nicht dahin? Weil es da nicht links geht. Weil was ist das? Weil es einfach da nicht links geht. Man weiß genau schon wieder, was kommt, ne? Ah ja. Aber hat man schon wieder keinen Bock drauf, ne? Merkt man, ne? Von hinten jetzt auch noch. Aua! Oh, komm schon, lass nach. Einfach ein Yield. Ja, klar, ich kann ja auf einmal hier, Alter.
Jeder kommt ran, nicht drängeln. Ah, komm schon. Oh ja, ich will die Waffe wechseln, dringend, genau. Will ich schreien einfach? Eieiei, das war's. Das Eisklötzchen hier das? Ich dachte gerade, so die Dinger jetzt mal so ein frisches Getränk drin. Was ein Glück, jetzt ist vorbei. Was ist das? Was ist das denn da? Ein abgefuckt. Okay. Hier schon echt nervenstark sein bei diesem Spiel hier, ne? Oi. Kinder. Okay. Fakt, Isaac. Wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Ach, halt die Schnauze. Du bist doch dumm. Okay. Da-da. Bots. Da-da. So. Problem, ne? Scheiße, reicht immer nicht, ne? Für ein Impulsgewehr. Was? Also, Suchegewehr wäre sowas wie ein Scharfschützengewehr, ne? Ja, das ist. Das ist schon. Wir müssen weiter sparen. Wir brauchen ein Impulsgewehr. Ihr seht selber, wir haben hier richtig fette Schwierigkeiten, ne? Das ist eingefrorene Dingens drin, oder? Ich habe echt Lust, die Eiswürfel in so ein leckeres Cola-Rum-Glas reinzuschmeißen. Müssen wir hier längst? Jo, müssen wir. Ja, müllte ich dich. Erkunde dich auch gleich, Digga. Alles klar, Digga. So, das soll alles sein, ja? Und wenn ich da jetzt reingehe, dann... Warte mal, schauen wir mal kurz ausprobieren. Na komm. Was kann ich den Buddy hier nicht hochheben, oder? Will ich hochheben. Ist so dick. Okay, die kann ich nicht öffnen. Muss ich wohl hier rein. Ja, kann ich auch nicht. Aber hier wäre das nächste Teil, was ich brauche. Ah ja. Jetzt noch so Gegner, Alter, das wäre der Hammer. Aber ich weiß, was daran nachher die Schwierigkeit sein wird. Wir dürfen nachher da durchlaufen mit dem Teil in der Hand. Ah.
Wer schießt denn hier? Au! Oh Gott, da habe ich mich verfährt dabei, ne? Kommt aber kein Zentimeter mehr ran, weil man lass mal die Sucherbots nehmen los. Das ist eine gute Idee. Los, kleiner Freund. Habe ich keine Munition? Oh, ja, klar! Der ist durchgekommen. Ja, werd das Ding doch jetzt mal los, Mann. Übertrieben lange. Alter. Achso, ich drück's den Knopf. Ah, hab ich R gedrückt, anstatt Dingens, ne? So, welcher Pisser schießt auf uns? So. Ich krieg schon fast Kopfschmerzen hier. Wo hat der Penner auf dich geschossen? War nur Einbildung, wa? Ein Produkt meiner Fantasie. Okay, das ist das letzte Stück. Gut, kommst du dann jetzt zurück? Ja, bin bald da. So, super. Wir haben Rosetta wieder zurückgebracht. Oh, schön. Ja, nochmal schön. Ja, zurück. Da! Bei der Tür! Es ist vorbei, Porterverräter! Damit kann ich leben. Geben Sie auf, Isaac! Sie kommen da nicht mehr lebend raus! Halten Sie's Maul, Danik! Gib mir Sachen! Ich wollte schon längst mal Schluss gemacht haben. Okay. Dann ab in die Schießerei, wa? Aber erstmal. Sucherbot. Es wäre so schön, wenn das jetzt einfach friedlich vonstatten gehen würde. Ali, woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja, vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingebettet, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Okay. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Ja. Eine Anspielung auf den zweiten Teil, oder? Das wäre zu einfach gewesen, ne? Über deine Mutter habe ich letzte Nacht nachgedacht. Wenn sie ihrer eigenen Vernichtung entgegeneilen, hätte Earthgarth oder diese längst toten Wissenschaftler oder sie nicht dazwischen gefunkt, hätte die Menschheit schon völlig schmerzlos unser ultimatives Ende, unsere vorbestimmte Wiedergeburt erlebt. Tja, welchen Zweck hat diese Konversation wohl? Nun,
Wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich Ihnen ins Gesicht schieße, werden Sie den Grund verstehen. Ah ja. Ja. Warum ist es so weit, der Weg? Damit wir ja noch gefressen werden, wa? Ich wollte sagen, aha, da passiert's, aber nein. Dekontamination wird eingeleitet. So, Probe, Fortschritt wird gespeichert. So, Kinderchen, was hier wohl passieren wird, das... Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor... Halt deine Klappe, Isaac, ich rede jetzt gerade. Wenn ich hier rede, hast du echt den Mund zu halten. So, Kinderchen, tschüssli, Müsli, danke fürs Einschalten. Isaac lässt mich ja hier einfach nicht in Ruhe. Also, Küsschen aufs Nüsschen.